Krass Michel, dem Vogel ist Rapper 20 Jahre Haft. Dem US-amerikanischen Rapper Krass Michel, 50, drohen mehr als 20 Jahre Haft. Am Mittwoch wurde das ehemalige Mitglied der Hip-Hop-Gruppe Vogel ist von einem Bundesgericht in Washington im Zusammenhang mit einer internationalen politischen Verschwörung in insgesamt 10 Anklagepunkten für schuldig gesprochen. Das berichtet unter anderem der TV-Sender CNN. Die Verschwörung habe bis in die höchsten Ebenen der US-Regierung gereicht. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Grammy-Preisträger dem malaysischen Geschäftsmann J.H. Olohu, 41, und der chinesischen Regierung helfen wollte, Zugang zu hohen US-Politikern zu verschaffen, darunter auch zu den ehemaligen Präsidenten Barack Obama, 61, und Donald Trump, 76. Die Verschwörung sei aber in großen Teilen gescheitert und aufgeflogen. Das genaue Strafmaß für Krass Michel steht noch nicht fest. Ein Termin für die Verkündung wurde ebenfalls noch nicht genannt. Sein Anwalt David Kenner äußerte sich gegenüber der Presse nach dem Urteil enttäuscht. Er sei allerdings zuversichtlich, dass sein Antrag auf eine Neuansetzung des gesamten Prozesses Erfolg haben könnte. Außerdem kündigte er bereits ein Berufungsverfahren an, das ist noch nicht vorbei. Sein Mandant habe einfach nur Geld verdienen wollen und sei rechtlich schlecht beraten gewesen. Krass Michel knüpfte im Jahr 2006 erste Kontakte zu J.H. Olohu. Der Geschäftsmann finanzierte große Hollywood-Produktionen wie The Wolf of Wall Street und hatte weltberühmte Freunde wie Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio, 48, oder Paris Hilton, 42. DiCaprio sagte in dem Prozess gegen Krass Michel auch aus, Olohu sei ihm gegenüber als seriöser Geschäftsmann aufgetreten und habe außerdem angekündigt, für den Wahlkampf von Obama spenden zu wollen. Das Problem, in den USA ist es Ausländern verboten, für eine Wahlkampfkampagne zu spenden oder Drittengelder dafür zur Verfügung zu stellen. Olohu habe laut Gericht allerdings Michel 20 Millionen US-Dollar gegeben, die dieser anschließend zu großen Teilen in Obamas Wahlkampf hat fließen lassen. Später versuchte Olohu überdies, eine Untersuchung des Justizministeriums zu unterdrücken und ein Auslieferungsverfahren im Namen Chinas während der Trump-Jahre zu beeinflussen. Der malaysische Investor Olohu gilt als Drahtzieher in der Verschwörung und ist mittlerweile untergetaucht. Bereits im Jahr 2017 war er wegen einer Verbindung zu DiCaprio in der Presse. Damals beschlagnahmte das US-Justizministerium Vermögenswerte in Höhe von ca. 540 Millionen US-Dollar wegen des Vorwurfs der Geldwäsche. DiCaprio musste damals ein von Olohu erhaltenes Gemälde von Pablo Picasso, 1881 bis 1973, den US-Behörden übergeben.